Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuen Months 11 Update. Die fünfte Woche ist vorbei, also Halbzeit! Ich habe es bald geschafft und ich muss wirklich sagen, die fünf Wochen sind super schnell vergangen und es war jetzt nie, also für mich hat es keinen Augenblick gegeben, wo ich das bereut habe oder wo ich irgendwie Gelüste gehabt hätte oder wo ich mir gedacht habe, ich kann das nicht durchziehen. Also es war wirklich, die fünf Wochen sind wirklich halbwegs easy gewesen. Ich denke aber natürlich, wenn man nie vorher Sport gemacht hat und irgendwie sich nie an eine bestimmte Ernährung gehalten hat, dann ist es sicher hart, aber ja, ich bin ganz gut reingekommen, muss ich wirklich sagen. Letzte Woche habe ich euch mein Vorher-Nachher-Bild gezeigt und ich muss wirklich sagen, es hat sich jetzt vielleicht gewichtmäßig und auch zentimetermäßig nicht sehr viel getan, aber mein ganzes Körpergefühl und mein Selbstbewusstsein sind wieder voll da. Also ich fühle mich wirklich wieder wohl. Ich habe so selbst das Gefühl, dass ich, ja, ich passe wieder in alte Hosen rein. Ich fühle mich einfach viel, viel besser. Alleine aus dem Grund kann ich das Programm empfehlen. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz schnell, wie ich in die Woche gestartet bin. So sehen meine Maße aus nach 4 Wochen Months 11. Ich habe insgesamt 1,5 Kilo abgenommen und seht selbst. Ich bin übrigens 1,69 Meter groß, das fragen auch immer ganz viele. Und das sind meine Maße. Ich möchte euch auch nochmal darauf hinweisen, für alle, die wirklich Interesse am Programm haben und das Programm kaufen wollen, ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich habe dann ein kleines Goodie für euch, einen kleinen Gutscheincode, aber wirklich nur für die, die wirklich das Programm kaufen wollen und auch durchziehen wollen. Weil eine Abonnentin hat mir zum Beispiel geschrieben, dass sie das nicht so mitbekommen hat, dass es einen Code gibt und jetzt hat sie sich dann leider beim Kauf nichts gespart. Ja, dazu aber noch die Info in der Infobox. Viele haben gefragt, ob ich nicht Menüs zeigen könnte und auch Trainingspläne, was ich in der Woche gegessen habe, beziehungsweise so einen kurzen Einblick, was ich so gegessen habe, zeige ich euch jetzt. Die Mamas unter euch kennen es wahrscheinlich. Kai macht so einen Lärm. Wenn es schnell gehen muss, ich habe mir heute einen Salat gemacht als Mittagessen. Einfach nur Gurken, Tomaten und ein wenig Putenfleisch. Und den werde ich jetzt abmachen und essen. Ich bin nämlich schon super hungrig. Also das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, eine beispielhafte Mahlzeit während Months 11. Heute gibt es zum Beispiel so eine Spinatsuppe mit Fisch. Ich habe da einfach Spinat eingefrorenen, mit ein wenig Wasser aufgekocht, gewürzt und den Fisch habe ich im Dampfgarer gemacht, weil Kai auch Fisch bekommt. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich kann euch jetzt natürlich nicht alle Rezepte zeigen. Ich glaube, das versteht ihr. Und bezüglich Übungen möchte ich nämlich auch etwas sagen. Ich bin kein Fitnesstrainer, also für mich ist es selbst oft schwierig, die Übungen richtig auszuführen. Ich frage dann sehr oft meinen Freund, ob er mich vielleicht unterstützen kann. Ich sage dann, Schatz, ist mein Rücken gerade? Und er so, ja, nein, weiter runter, weiter rauf, solche Sachen. Ich möchte euch deshalb keine Übungen zeigen, weil ich einfach kein Profi bin. In einem Video habe ich euch mitgefilmt, wie ich Burpees mache. Ich glaube, das war in der zweiten Woche, das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Und ansonsten kann ich für Trainingsvideos auf den Kanal von der lieben Alina Size Zero verweisen. Den kann ich euch auch nochmal gerne in der Infobox verlinken. Die zeigt super Übungen und das ist ja die Verlobte vom Julian Ziedlow, der Months 11 mit Charlotte entworfen hat. Und da sind wirklich Profis da, die euch das zeigen und da könnt ihr sicher einiges mitnehmen. Ich finde auch wirklich, dass ich Muskeln bekommen habe. Und zwar auch am Trizeps. Den hatte ich vorher nicht so trainiert. Also das ist hier unten. Und Muskeln verbrennen ja Fett, also können sie nicht schaden. Nächste Woche zeige ich euch wieder
Ja, wie ich die Woche beendet habe. Also es gibt weiterhin jeden Montag ein neues Update. Wie gesagt, mir geht es blendend und ja, danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.